Ja, vielen Dank. Vielen Dank für diesen frenetischen, herzlichen Begrüßungsapplaus. Ich freue mich sehr, wieder mal hier in Mainz zu Gast zu sein. Ausverkauftes Haus. Wir werden uns heute hoffentlich einen lustigen, einen vielleicht auch nachdenklichen Abend machen. Die Stimmung in Deutschland ist ja, ja, man muss es sagen, mittelprächtig. Ja, Ukraine-Krise, Energiekrise, Wirtschaftskrise. Wenigstens ist die Pandemie vom Tisch. Ja, wobei ich sagen muss, für mich waren diese vielen Lockdowns eigentlich eine recht angenehme Zeit. Social Distancing war sogar ursprünglich der Grund, weshalb ich Physik studiert habe. Ja. Ja, das Programm trägt den durchaus positiven, optimistischen Titel Make Science Great Again. Und das ist ja in den letzten 3 Jahren auch so ein bisschen passiert. Durch Corona war die Wissenschaft auf aller Munde. Plötzlich haben alle über Exponentialfunktionen geredet. Und Christian Drosten hatte zwischenzeitlich mehr Twitter-Follower als Mario Barth. Es war die große Zeit der Naturwissenschaften, aber es war natürlich auch der Beginn der Verschwörungstheorien. Mal wurde Bill Gates für das Virus verantwortlich gemacht, mal der KGB. Ein islamischer Geistlicher hat auf YouTube sogar behauptet, dass Gott die Seuche über die Welt gebracht hat, um Homosexuelle zu bestrafen. Und ein paar Tage später ist er dann selbst dran erkrankt. Ja, selbst der Papst hat er die Pandemie als ein Zeichen gesehen, dass wir die Natur missbrauchen. Gesagt hat er das im März 2020 bei strömendem Regen auf einem menschenleeren Petersplatz. Und ich habe mir gedacht, siehste, jetzt sieht er mal, wie es mir bei meinen ersten Open-Air-Veranstaltungen gegangen ist. Aber Corona hat uns eben alle betroffen. Im Lockdown wurden wir zurückgeworfen auf fundamentale Grundfragen. Was ist wirklich wichtig im Leben? Haben wir die richtigen Prioritäten gesetzt? Mache ich mich strafbar, wenn ich mir selbst die Haare schneide? Und was kann die Wissenschaft dazu sagen?